Hallo Leute, mir ist was eingefallen. Also YouTuber zu sein ist schon affengeil. Also es macht mir unglaublich viel Spaß und wenn die Freude und die Sexualität, also im Sakralchakra zusammenkommt, umso besser. Eine Französin, ihr seht, ich sehe heute aus, als ob ich eine Woche nicht geschlafen hätte. Eine Französin hat sich bei mir gemeldet auf dem ASMR-Kanal. Nichts Großes, aber sie sieht total süß aus. Und das ist ja auch, was ich mir wünsche. Also ich glaube, da sind jetzt 136 Abos auf dem französischen Kanal. Ich glaube, wenn der 1000 erreicht, dann werde ich wahrscheinlich so die erste Französin kennenlernen. Und dann will ich auch mein Französisch dadurch wesentlich verbessern. Ich muss heute meine Haare kürzer machen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die so ein bisschen länger sind. Also das ist für mich schon lange jetzt. Seitdem ich hatte, eine Weile konnte man hier noch Haare sehen, bis so zu meinem, glaube ich, so 39. 40. Geburtstag oder Lebensjahr. Und dann so die letzten Jahre kann man, sieht halt, also es sind noch Haare da, die sieht man so nicht. Aber sieht nicht mehr so toll optisch aus. Deswegen mache ich es dann lieber ganz kurz. Das gefällt mir optischer mehr. Aber was wollte ich sagen? Also diese Französin hat sich gemeldet und das ist die erste Frau. Ich habe sehr, sehr viele Männer, die auf meinem französischen ASMR-Kanal sind. Das ist die erste Frau auf dem französischen Kanal, die sich bei mir meldet. Also als einfach nur unter Kommentare halt. Und es sind jetzt drei Abos auf meinem französischen Telegram. Das ist auch cool. Und also ich glaube, das Achtfache halt noch das Acht-, Neunfache und dann wird es richtig interessant. Das muss erstmal sich so ein bisschen so ausbreiten. Und hier sind wir schon fast bei 500 Abonnenten. Und ich muss sagen, also der psychische Effekt bei mir ist tatsächlich so bei 250. Weil für mich ist das so ein bisschen wie so, als wenn du so ein Laden voll machen würdest, so einen Club oder einen Bar und irgendwie 250 Leute reinsteckst, dann würde ich sagen, okay, da hören schon einige Leute zu. Ja, und ja, es ist cool zu sehen und es scheint so, als ob heute oder morgen wir hier 500 Abos erreichen werden auf dem deutschen Kanal und das freut mich sehr. Also 500 ist jetzt für mich keine magische Grenze. Ich glaube, so ab 2000 wird dann so die nächste magische Grenze. Also die erste war so 250, die nächste ist so 2000. 1000 sehe ich noch gar nicht so als Ding. Aber meistens ist es so, weil ich hatte ja schon große Kanäle, meistens ist es so, statistisch gesehen, ab 1000 Abos, also pro 1000 Abos lerne ich meistens eine Person im echten Leben kennen. Und da ich mich eh nur auf Frauen konzentriere, lerne ich dann meistens halt eine Frau kennen pro 1000 Abos. Das weiß ich noch so von früher. Das ist einfach so die Statistik. Klar, wenn man älter wird und es auch sich alles verändert, ändert sich das auch nochmal und kommt darauf an, auch in welchem Land du unterwegs bist. Also klar, wenn ich in Frankreich bin, wäre es eher wahrscheinlich, eine Französin kennenzulernen. Wobei ich ja direkt, also 100 Kilometer weiter ist ja schon die spanische Grenze. Oder da wäre ich schon in Spanien so. Könnte man auch in Katalonien oder Saragossa jemanden kennenlernen. Aber spanische Kanal habe ich noch gar nichts viel gemacht. Also da muss ich noch richtig viel Energie reinstecken. Macht eigentlich auch Sinn, weil das ist eigentlich eine der Sprachen, die ich am besten kann. Ich hatte früher auch relativ große spanische Kinder. Ich hatte mal einen 3600 YouTube-Kanal. Und jetzt aber noch zum Wesentlichen. Wenn du natürlich, wenn dein Kanal wächst, wenn du Content Creator bist, ist vielleicht auch interessant für Leute, die das gar nicht anpeilen oder so, aber dann hast du natürlich auch sehr viele negative Kommentare. Abgesehen jetzt von irgendwelchen speziellen, aber so halt, ich sag mal, die kriegst du immer wieder rein und du kriegst sie immer öfters rein, umso größer du bist und vor allem umso mehr du in deine Libido-Ermächtigung gehst. Also umso mehr es bei dir um Freude und Sexualität geht, umso mehr wird das andere Leute triggern. Die Leute mögen dich nur, solange du für sie keine Gefahr bist, sexuell gesehen. Sobald du denen irgendwie die Frau wegnehmen kannst oder könntest theoretisch oder sie merken, du hast mehr Auswahl als sie, vor allem die Männer. Also bei den Frauen kommt es auch viel rüber, aber vor allem die Männer. Die Männer, die sind da extrem getriggert. Ich habe jetzt heute Morgen was gelesen von wegen. Irgendwie
du bist ein gar nichts, du bist ein absolut niemand oder irgendwie so ein älterer Herr. Ich habe mir dann seinen Kanal angeschaut und gesagt, der hat dann von Spiritualität und Coaching geredet, nicht so. Und da kommt eben was ganz Wichtiges ins Spiel. Ich glaube ins Spiel. Ich glaube, früher hätte ich diesem Druck nicht standgehalten, weil ich die vier Säulen nicht hatte, weil ich toxisch Metaframing nicht verstanden habe. Und das hat sich nun tatsächlich geändert. Also ich bin nicht mehr durch Negativkommentare beeinflussbar, überhaupt nicht mehr. Und das hat sich tatsächlich geändert. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, die du brauchst, um eine großer Content Creator zu werden, ohne dass sich das tangiert, was einzelne Leute über dich sagen. Oder ja, meistens sagen die auch nur eins und verschwinden wieder. Gut, vielleicht verschwinden die, weil ich sie shadowbanne. Nee, aber das ist nämlich auch so ein Umgang. Viele Menschen gehen halt in die Konfrontation und das mache ich ja gar nicht mehr. Ich habe ja schon erzählt, wie man mit toxischen Menschen umgeht. Das heißt, ich shadowbanne es. Und bei Männern bin ich sowieso immer viel schneller auf der Shadowban-Taste, wenn ich merke halt, da ist ein toxisch Metaframe dahinter. Und das erlaubt mir tatsächlich, an einem Strang zu ziehen. Und das ohne Pause, ohne dieses Gefühl, so, oh, ich muss jetzt irgendwie, ich brauche jetzt eine Woche, 2 Wochen Pause von YouTube oder so. Das habe ich ja so gar nicht, weil mich eben diese Kommentare nicht beeinflussen. Im Gegenteil, mir macht es sehr viel Freude und wenn ich dann noch merke, aha, das findet auch noch Resonanz. Ich habe ja gesagt, ich bin noch nicht mal bei 500 Abos und ich habe einen sehr, sehr schönen Kontakt mit einer interessanten Frau. Und das war jetzt so noch nicht mal erwartet, also so schnell. Ich habe schon erwartet, dass irgendwann mal, aber dass es so gut resoniert und so schnell, das hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Und ja, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass. Also diese Negativkommentare, das ist halt ein negativer Aspekt, aber wenn du toxisch Metaframing verstehst und wie du damit umgehen sollst, verschwindet das. Und das Zweite ist halt, du musst halt manchmal Content machen, auf den du vielleicht nicht so viel Bock hast oder so. Also ich würde am liebsten auch nur bestimmten Content machen, aber dann hast du halt 5 Abos, so in dem ganzen Jahr. So, ein Kumpel von mir hatte Trainingsvideos gemacht, wo er Fitnesstraining gemacht hat. Und er hatte irgendwie nach mehreren Monaten nur 15 Abos. Ja, also, das bringt dann natürlich auch nichts. Also, die Freude ist tatsächlich auch daran, eben, dass es in Sachen Libido-Ermächtigung. Ich sag mal so, ich mache lieber ein Reaktionsvideo, was 50% der Leute triggert, aber dafür irgendwie 100 Abos reinbringt. Als irgendwie ein Video, wo ich irgendwie zwar wahnsinnig viel davon halte, aber irgendwie es kein Abo reinbringt. Also das, ja. Aber ich glaube, es ist halt, man muss es halt intelligent machen. Du musst halt überlegen, so, wenn du jetzt bestimmte Arten von Leute reinbekommst, die dir gefallen oder so, dann musste ich fragen, okay, welches Video war das? Kann ich das wiederholen und so weiter? Weil wie ich schon mal einmal gesagt habe, du willst in bestimmten Blasen willst du nicht drin sein. Also ich würde jetzt zum Beispiel niemals, niemals ein Video machen, obwohl es mir schon dreimal, viermal suggeriert worden ist, würde ich niemals ein Video über Drachenlord machen. Ist einfach viel zu gefährlich. Also so welche Sachen halt. Ja, also du willst in einer bestimmten Blase bleiben, aber die Blase muss halt groß genug sein. Ja, und die spirituelle Esoterikblase ist eigentlich perfekt für mich. Die ist mittlerweile schon relativ groß. Und ein bisschen so auch die Coachingblase, ja. Wobei ich zu unprofessionell auftrete fürs Coaching. Ich möchte auch gar nicht so. Also jetzt irgendwie so im Anzug und so, das bin ich gar nicht ich. Ja. Und ich möchte Leuten auch nicht unbedingt Karrieretipps geben. Also Spiritualität liegt mir da schon mehr. Ja, wollte ich mal so mit euch teilen. Ich weiß nicht, heute bin ich also irgendwie aus irgendeinem Grund so groggy. Man sieht es auch an meinen Augen an. Das ist irgendwie alles so zugezogen. Warum? Weiß ich nicht genau. Ich vermute vielleicht Wetterumschwung. Ich hatte das Fenster offen. Es war sehr kalt in der Nacht. Ich hatte Ohrstöpsel.
Ich hatte einen Traum, da ging es um Wut, witzigerweise. Was Wut? Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, das kommt durch das Herzchakra, kommt es irgendwie auf die, on die Oberfläche. Hat mit einem Verwandten zu tun aus der Familie. Merke ich so, dass das muss noch irgendwie gelöst werden. Das sollte ich eigentlich heute machen. Ich glaube, werde ich auch machen. Und jetzt gehe ich ein bisschen Vitamin D tanken. Und danke für die ganzen Abos. Ja, mal gucken. Also wisst ihr, auf was ich noch, bevor ich weg bin, auf was ich mich wirklich freue, wenn ich tatsächlich mal eine Frau finde, mit der ich mich so gut verstehe, und auch sehe, dass ich sie auch mal gerne bei meinen Videos dabei haben kann. Das würde mir sehr, sehr gefallen. Fände ich cool.